Ja, meine Damen und Herren, was wären die Nachrichten ohne das Wetter? Und weil wir wissen wollen, wie es Wetter wird, ist Dieter Weich hier. Dieter Weich, wie wird es denn heute und wie wird es in den nächsten Tagen? Ja, es bleibt winterlich. Es schneit zurzeit fast überall in Deutschland. Und wo das im Einzelnen der Fall ist, das wollen wir uns mal anschauen. Zunächst in Norddeutschland. Dort haben wir fast überall Schneefall. Es hat inzwischen auch wieder an der Nordseeküste angefangen zu schneien. Es schneit weiterhin in der Eifel und im Hunsrück. In Nordrhein-Westfalen und in der Münsterländer Bucht halten sich immer noch dichte Nebelfelder mit Sichtweiten zum Teil unter 50 Meter. Also fahren Sie bitte vorsichtig. Und da gleichzeitig die Temperatur immer noch weit unter Null liegt, müssen Sie selbst auf gestreuten und geräumten Straßen mit Klette rechnen. Heute Nachmittag wird es dann etwa so aussehen, dass wir in der gesamten Osthälfte und an der Nordseeküste wiederholt Schneeschauer haben werden. Im Westen wird es teils wolkig, teils sonnig sein und die Nachmittagstemperatur liegt zwischen minus 4 und 0 Grad. Im Süden ähnliche Verhältnisse, auch dort fast überall Schneefall. Ausgenommen ist nur das Alpenvorland. Am Alpenrand selbst hat es inzwischen auch angefangen zu schneien und auch im Saarland schneit es inzwischen. Die Temperaturen liegen dort auch weit noch unter 0 Grad. In Klagenfurt ist es derzeit am kältesten im Alpenbereich mit minus 14 Grad. Tja, bei diesem Wetter muss man sagen, das einen freut, ist das anderen leid. Und wer sich über dieses Wetter freut, dem kann ich noch eine Alternative anbieten. Im Nordosten Sibiriens herrschen derzeit Temperaturen von minus 52 Grad. Da freuen sich die Kinder, es gibt nämlich schulfrei. Und wem dieses Wetter nicht behagt, der kann heute vielleicht träumen von einem Sonnenaufgang in der Karibik. Denn den können Sie bei plus 24 Grad erleben. Ja, so viel zunächst vom Wetter. Gestern Abend um 22.10 Uhr haben in Dresden die Kirchenglocken geläutet. Sie erinnerten an den Bombenangriff, der die Stadt 1945 fast vollständig zerstörte. Bundespräsident von Weizsäcker hat diesen Tag gewählt, um seinen ersten offiziellen Antrittsbesuch in Sachsen zu machen. Er forderte dort dringende Hilfe für die neuen Bundesländer und ihren Aufbau und das heißt mehr Geld, aber auch mehr Engagement vom Westen. Aber er sprach auch über den Golfkrieg und sagte, Dresden solle wie andere Orte zerstörten Lebens und verwüsteter Kulturen mahnen. Feinden der Menschen wie Adolf Hitler und Saddam Hussein müsse Widerstand entgegengesetzt werden, aber man müsse auch versuchen, einander zu vergeben. Aus Dresden, Friedrich Mönkmeier. Dresden grüßt seine Gäste. Das liest sich nett. Doch nicht alles, was das heutige Dresden seinen Gästen bietet, ist nett anzuschauen. 40 Jahre sozialistischer Aufbauarbeit haben scheußliche Industrieanlagen und schreckliche Schneisen für Prachtstraßen im stalinistischen Stil in der einst so prachtvollen Barockstadt entstehen lassen. Das musste auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker erfahren, als er gestern bei seinem offiziellen Antrittsbesuch im Freistaat Sachsen über die Straße der Befreiung zu einem Treffen mit sächsischen Landtagsabgeordneten zur Dreikönigskirche ging. Überall sind auch heute noch die Ruinen zu sehen, die der furchtbare Angriff englischer und amerikanischer Bomberflotten in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 in der bis dahin vom Krieg unversehrten Stadt hinterlassen hat. Mahnmale gegen den Krieg, wie der Trümmerhaufen der Frauenkirche, deren großartige Kuppel früher das Bild der Altstadt beherrschte. Das wiederaufgebaute barocke Glanzstück Dresdens, der Zwinger, zeigt, wie schön die Elbflorenz genannte Hauptstadt Sachsens einmal war. In der meisterhaft restaurierten katholischen Hofkirche wurde gestern Nacht der entsetzlichen Ereignisse vor genau 46 Jahren gedacht. Über 30.000 Menschen starben damals einen sinnlosen Tod. Der Jahrestag der Zerstörung Dresdens war Anlass für den Besuch des Bundespräsidenten und diesen ökumenischen Gottesdienst. Neben dem Bundespräsidenten nahmen die Ostministerpräsidenten und der regierende Bürgermeister von Berlin an der Gedenkfeier teil. Sie beraten zurzeit in Dresden über die schwierige Finanzlage der neuen Bundesländer. Doch in dieser Stunde hatten wohl alle Gottesdienstbesucher das schreckliche Geschehen vor Augen, das Dresden kurz vor Ende des zweiten. Zum Schluss des Gottesdienstes schlug Richard von Weizsäcker die Brücke von Dresdens Zerstörung zum Krieg am Golf.
Und was am 13. Februar 1945 den Menschen in Dresden zugefügt wurde, war schwerstes, bitteres Unrecht. Menschlich fassbar und hinnehmbar zu keiner Zeit. Es kann nur, wie alle unmenschliche Tat, auf Vergebung hoffen. Dresden, wie die anderen Orte zerstörten Lebens und verwüsteter Kulturen, Dresden soll uns aber auch mahnen, stets von Neuem unser Gewissen zu prüfen. Hitler und Saddam als Feinde der Menschheit zu erkennen und ihnen Widerstand entgegenzusetzen, das ist eine harte, aber unentrinnbare und notwendige Konsequenz. Es gibt keinen Frieden ohne Achtung vor dem Recht, aber Recht kann nur in Frieden gedeihen. Und wo der Frieden gebrochen wurde, muss es das Ziel jedes gewaltsamen Widerstandes sein, alsbald durch Frieden dem Recht wieder Raum zu verschaffen. Die Ruine der Frauenkirche, das Dresdner Mahnmal gegen den Krieg und für den Frieden, war nach dem Gottesdienst das Ziel einer Lichterprozession. Auch der Bundespräsident schloss sich der Prozession an, die in Dresden seit vielen Jahren in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar Tradition hat. Erinnerung an die Vergangenheit als Mahnung für die Zukunft. Ja, und diesen symbolischen 13. Februar gestern haben die großen Bühnen im Osten und im Westen Berlins zu einer gemeinsamen Aktion gegen den Golfkrieg genutzt. Im Mittelpunkt dieser Aktion stand eine Erklärung des Ostberliner Autors Christoph Hein. Es ist ein Manifest gegen den Krieg. Mit diesem Manifest haben sich die Schauspieler auseinandergesetzt und das nicht nur während der Vorstellung, sondern auch davor und danach. Und auch das Publikum wurde mit einbezogen. Hans-Christoph Knebusch berichtet darüber. Bühnen in beiden Teilen der Stadt, Staatstheater und freie Gruppen, Schauspiel- und Musiktheater, hatten gestern Abend vor, während oder nach den Vorstellungen ein Thema, den Golfkrieg. Die Freie Volksbühne ließ Franz Molnars Lilium sogar ausfallen, um Raum und Zeit für einen ausführlichen Dialog mit dem Publikum zu haben. Chefdramaturg Rüdiger Mangel. Wir meinen, dass wir deutlich sein müssen, dass das wirklich eine unüberhörbare Aktion wird. Und wenn unser Publikum merkt, dass wir es ernst meinen, glaube ich auch, dass es Verständnis dafür haben wird. Wir dürfen nicht nachgeben in unseren Bestrebungen, etwas gegen den Krieg zu tun. Im Berliner Ensemble am Bertolt-Brecht-Platz verlas der Autor Christoph Hein eine Erklärung gegen den Krieg. Ein Auszug. Krieg ist keine Fortsetzung der Politik. Krieg ist eine Bankrotterklärung der Politik und der menschlichen Vernunft. Auch dieser Krieg wird nicht eins der Probleme lösen, sondern neue und unlösbare Probleme schaffen. Wir fürchten, dass die Nahostländer und Israel und die gesamte Welt nach diesem Krieg bedrohter und gefährdeter sein werden als zuvor. Die drei großen Musiktheater, die Deutsche Staatsoper, die Deutsche Oper und die Komische Oper, entschlossen sich erstmalig zu einer Gemeinschaftsaktion. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF richtete in den Opernfoyers Stände ein, um dort über die Arbeit auch in der Golfregion zu informieren. Besonders willkommen waren Geldspenden, um Hilfsgüter nach Jordanien und Syrien, in die Türkei und nach dem Iran zu transportieren. Etwa zur gleichen Zeit gehen Mitglieder des Deutschen Theaters auf die Bühne der Kammerspiele. Jeder Schauspieler hatte Texte zum Thema Krieg ausgewählt, auch Ulrike Krumbiegel. Ich lese ein Gedicht von Erich Kästner. Die Maulwürfe oder euer Wille geschehe. Als sie krank von den letzten Kriegen tief in die Erde hinunterstiegen, in die Kellerstädte, die drunten liegen, war noch keinem der Völker klar, dass es der Abschied für immer war. Sie stauten sich vor den Türen der Schächte mit Nähmaschinen und Akten und Vieh, dass man sie endlich nach unten brächte, hinab in die künstlichen Tage und Nächte, und sie erbrachen, wenn einer schrie.
Vor dem Deutschen Theater eine kleine Gruppe der Friedensbewegung in kalter Winternacht. Noch immer oder jetzt wieder We Shall Overcome Someday. Ein Lied, das einmal Kraftquell und Kennung einer großen politischen Bewegung war. We shall overcome someday. Eberhard Peetz in Jerusalem, guten Morgen. Vielleicht die erste Frage sollte darauf abgezielt sein, auf die Frage, die sich ja schon seit dem 2. August stellt. Seit dem Zeitpunkt nämlich, als Saddam Hussein immer wieder betont hat, der Abzug aus Kuwait sei zu verbinden auch mit der Palästinenserfrage. Das ist jener Punkt, wo die USA und wo auch Israel selber strikt Nein sagen. Deshalb an Sie die Frage, welche Gedankenspiele gibt es denn in Israel für die Zeit nach dem Krieg, was eine Friedensordnung in Nahost angeht? Ja, also wie Sie schon gesagt haben, eins ist ganz klar, diese sogenannte Linkage, diese Verbindung wird hier strikt abgelehnt. Das wird als eine Propagandaaktion, eine politische Propagandaaktion des Irak abgetan. Und wenn die Amerikaner von der neuen Ordnung, von der Nachkriegsordnung sprechen, dann wissen die Israelis ganz genau, dass da möglicherweise wieder Anlass ist zu erwarten, dass zwischen den Vereinigten Staaten und Israel wieder Streit aufkommen wird, dass diese Harmonie, die im Augenblick funktioniert, solange Israel sich eben zurückhält, dass die dann wieder gefährdet sein wird. Die Israelis bleiben dabei, dass die einzige Möglichkeit zum Frieden in der Region in dem Plan besteht, den sie selber vorgeschlagen haben. Das heißt also direkte Verhandlungen zwischen Israel mit den einzelnen Staaten, seinen Nachbarstaaten, mit denen Israel Frieden schließen möchte. Also keine internationale Konferenz, wo Israel sicher unter den Druck der Großen kommen würde. Die Frage der Nachkriegsordnung hat natürlich auch damit zu tun oder hängt direkt zusammen mit der Frage der Kriegsziele. Und da sieht Israel natürlich das Ende dieses Krieges auch anders, als es vielleicht Amerika sieht. Denn die Erfüllung der UNO-Resolution, Abzug aus Kuwait alleine, scheint den Israelis nicht zu genügen als Ausgang, als Ende dieses Konflikts. Wenn dann vielleicht Saddam Hussein in einer politisch starken Position noch ist, wenn er lange genug ausgehalten hat und sein Prestige bei den arabischen Massen weiter gestiegen ist. Darin sieht Israel eine große Gefahr. Das heißt, Israel erwartet ein Ende dieses Krieges, das sicher etwas über die eigentliche UNO-Resolution, also Abzug aus Kuwait, hinausgeht. Eberhard Peetz, vielleicht noch eine aktuelle Frage, auch bezogen auf die Scud-Angriffe aus dem Irak. Wie stark oder wie unzulänglich fühlt man sich in Israel von den Amerikanern und ihrem Gerät geschützt? Ja, das ist eine heikle Frage, die hier heftig diskutiert wird. Und da geht die offizielle Meinung, das, was die israelischen Politiker sagen und das, was man so hört, wenn man mit Militärs, mit Offizieren, aber auch mit Politikern privat spricht, ein bisschen auseinander. Offiziell sagt Israel, wir sind froh über das, was Amerika tut. Wir glauben den Amerikanern, dass sie alle Anstrengungen unternehmen. Und auch deswegen können wir uns weiterhin im Augenblick zurückhalten. In privaten Gesprächen wird aber sehr deutlich, dass die Israelis glauben, dass sie diese Vernichtung der Raketenabschussrampen selber besser tun könnten. Besser tun könnten mit ihrer Luftwaffe und vielleicht auch mit anderen Möglichkeiten. Die Israelis glauben, dass die amerikanische Kriegsführung zwar mit hochmodernem Gerät und mit supermodernsten Waffen geführt wird, dass aber in der Doktrin und in der Taktik zu wenig Bereitschaft zum Risiko ist und dass deswegen die Erfolge auch nicht so sind, wie sie sein könnten oder nach israelischen Ansicht sein müssten mit solch modernem und technisch hochqualifizierten Gerät. Und die Israelis glauben, dass sie das besser könnten, indem sie einfach mehr Risiko auf sich nehmen würden. Herzlichen Dank für diese Information, Eberhard Peetz nach Jerusalem. Michael Wolfson, ich möchte gerne eine Frage an Sie weitergeben, die Herr Müller aus Pforzheim gestellt hat. Ist das jetzige Bombardement nicht genauso ein Verbrechen wie der Angriff auf Dresden? Kann man aufgrund dieser Erfahrung den Deutschen wirklich vorwerfen, wenn sie sich heraushalten wollten?
Dass die Deutschen sich heraushalten, ist ein anderes Thema. Der Vergleich Dresden und Bagdad hinkt ganz grundsätzlich, denn der Angriff auf Dresden war ein verbrecherischer Unrechtsakt. Von vornherein wurde dabei in Kauf genommen, Zivilisten zu töten. Hier in Bagdad ist umstritten, ob es eine Vermischung von zivilen und militärischen Zielen gegeben hat. Vielleicht noch ein ganz kurzer Beitrag zu dem, was Eberhard Pilz sagte, weil mir das ganz grundsätzlich scheint. Herr Pilz hat zu Recht die israelischen Reaktionen in Bezug auf die amerikanischen Einschätzungen hier wiedergegeben. Man darf aber nicht vergessen, dass auch, und darüber wird selten gesprochen, das israelische Militär offenbar sich ganz grundlegend verkalkuliert hat in Bezug auf die Gefahr, die Israel drohe. Es hatte in Israel überhaupt keine Vorbereitung stattgefunden, offensichtlich nicht stattgefunden in Bezug auf Angriffe dieser Art von den Skat-Raketen. Tatsache, dass die Patriot-Raketen in der Zeit des Krieges gebracht worden sind, dass die Deutschen hier auch geholfen haben, dass jetzt der Ausbildungslehrgang in Sonthofen stattfindet, Stichwort Chemiekrieg, zeigt ganz eindeutig, dass offenbar auch im israelischen Militär Fehlplanungen vorhanden waren, ähnlich wie 1973. Viele Fehlplanungen dieser Art kann sich Israel militärisch nicht leisten, also ist eine politische Lösung tatsächlich notwendiger denn je. An Herrn Kienzle vielleicht die Frage von Herrn Ahmed aus Stuttgart weitergegeben. Herr Ahmed fragt, der Krieg dauert jetzt schon 4 Wochen. Ist George Bush tatsächlich noch im Plan, im Zeitplan, wie er immer wieder behauptet? Das kann man sehr kurz beantworten. Jemand, der ständig betont, dass alles nach Plan läuft, der muss ja selber ein ungutes Gefühl haben. Also es läuft ganz offensichtlich nicht nach Plan. Aber ich möchte noch gerne etwas zu dem Vergleich mit Dresden sagen. Unsere Kollegen, die in Bagdad sind, haben ja gesagt, das ist ein Massaker. Und das ist es auf jeden Fall. Es ist ein Massaker einer unschuldigen Bevölkerung. Und Peter Schollatour hat es mit My Lai verglichen. Und My Lai war ein Kriegsverbrechen. Es hat auf jeden Fall gezeigt, dass es keinen gerechten Krieg geben kann. Das, glaube ich, ist das Ergebnis dieses Bombardements. Wobei das ja keine neue Erkenntnis ist, denn einen wirklich gerechten Krieg kann es doch nicht geben. Es wird immer Opfer geben unter Unbeteiligten, unter Zivilisten. Es gibt diesen Hightech-Krieg ja nicht. Einverstanden. Dies hat dieses Bombardement gezeigt. Es ist eben kein sauberer Krieg, es ist ein schmutziger Krieg und die Bevölkerung leidet. Es ist kein klinisch sauberer Krieg. Aber das hat ja auch niemand behauptet. Und hier geht es nicht darum, ob der Krieg gerecht ist. Das ist eine ganz andere Frage. Ich finde schon, dass es darum ein bisschen sauber geht, ob der Krieg sauber ist, das ist eine Frage, die nie zur Debatte stand. Jeder Krieg wird mit härtesten und schlimmsten Mitteln geführt. Aber die Tatsache, dass die Zivilbevölkerung bewusst vermischt wird in militärische Anlagen, ist genauso unbestritten. Man weiß in Bezug auf diesen Bunker nicht genaues, Peter Schollatour nicht, Sie nicht, ich nicht. Die Tatsache ist ganz offensichtlich, dass es hier, jedenfalls sprechen alle Anzeichen der politischen Erklärungen aus den USA dafür, wenn es eine rein zivile Angelegenheit war, um ein Irrtum gehandelt hat, nicht um einen vorsätzlichen Akt wie in Dresden, denn in Dresden sollte durch Angriffe auf die Zivilbevölkerung die Kampfmoral der Deutschen geschwächt werden, was ja nicht erreicht worden ist. Also hier gibt es einen ganz grundlegenden Unterschied. Ein Herr Kienzle, Anrufer aus Karlsruhe, fragt, bricht die Allianz gegen den Irak, wenn Israel bei einem Vergeltungsschlag über Syrien und Jordanien fliegt? Das ist gar nicht so sicher. Es ist auch, glaube ich, in der Phase, die jetzt beginnt, ziemlich bedeutungslos. Denn was die Kampfkraft angeht, spielen die arabischen Armeen ohnehin keine allzu große Rolle. Das Problem ist die politische Dimension. Und da kann es natürlich, je länger der Krieg wird, umso gefährlicher werden. Und das, worauf Saddam Hussein spekuliert, ist ja, dass Regime hinweggefegt werden. Dazu ist das syrische Regime einfach eine zu starke Diktatur, als dass es von einer Volksbewegung hinweggefegt werden könnte. Vielleicht ist Ägypten gefährdeter als Syrien und vielleicht gibt es im Maghreb die eine oder andere sehr, sehr schwierig zu meistern der Situation. Aber ich glaube nicht, dass der Zusammenbruch dieser Allianz auch militärisch Folgen haben würde. In diesem Zusammenhang, sagen wir mal, nicht den psychologischen Druck von außen, sondern auch Termindruck, steht vielleicht die Frage von Herrn Fricke aus Baden-Baden. Wann ist in diesem Jahr der genaue Termin des Ramadans und welche Verhaltensweisen bedeutet das für die arabischen Soldaten konkret? Also wenn ich richtig informiert bin, ist es der 17. März.
Das bedeutet aber zunächst mal gar nichts. Es gibt da so merkwürdige Hineingeheimnisse in diesen Ramadan. Ich habe selber 73 den Oktoberkrieg erlebt. Das war der Ramadankrieg, so wird er in Kairo genannt. Und da haben die Soldaten natürlich gekämpft. Sie durften auch essen. Es war nicht verboten. Ramadan bedeutet ja Fastenmonat. Und den Kämpfern ist es während dieses Fastenmonats erlaubt, zu essen. Das heißt, es ist also keineswegs so, dass das eine Kriegslähmung bedeuten könnte. Der Ramadan, ganz anders ist es mit der Hadsch, mit der Pilgerfahrt. Das hat eine ganz andere religiöse Dimension. Die erfolgt aber erst sehr viel später in diesem Jahr, Mai, Juni. Also der Ramadan hat sicher keine sehr großen Wirkungen auf den Verlauf des Krieges. Zu der Pilgerfahrt kommt auch eine Frage hier von Herrn Weinberger aus Speyer. Was könnte passieren, wenn Saddam Hussein auf die Idee kommt, im Ramadan nach Mekka zu wallfahren? Also jetzt sagen wir nicht das im Ramadan, sondern zu. Das würde eine sehr komplizierte Lage bedeuten, die ich im Augenblick wirklich nicht beantworten kann. Da müssten wir den saudischen König fragen. Kann man abschätzen, wie die Versorgungslage in Kuwait zurzeit ist, möchte ein Zuschauer wissen. Das kann ehrlicherweise niemand beantworten. Es gibt Gerüchte, das sollte man vielleicht hinzufügen, dass die Rationen auch der irakischen Soldaten minimal sind. Ganz wenig Wasser, ganz wenig Brot oder Reis, aber genaues weiß man natürlich nicht. Herr Wolfson, vielleicht einen kleinen Sprung. Sie haben im Zusammenhang auch mit der Diskussion der letzten Wochen den Begriff der, ich zitiere mal, selektiven Moral der Deutschen geprägt. Eine selektive Moral, die Deutschen gerne für sich in Anspruch nehmen. Was haben Sie damit eigentlich gemeint? Na, ich habe nicht über die Deutschen gesprochen, weil ich ja, siehe unsere Diskussion vorhin, Kollektivurteile ablehne. Aber ich habe kritisiert die selektive Moral vor allem von einigen Mitgliedern der Friedensbewegung. Und ich will das genau auch noch personifizieren. Ich meine vor allem hier jemanden wie Walter Jens, der im Zusammenhang 50 Jahre Reichskristallnacht berechtigterweise Krokodilstränen über tote Juden weint und nun jetzt während des Krieges amerikanische Deserteure beherbergt, zur gleichen Zeit, wo amerikanische Piloten Luftangriffe starten auf die Abschussrampen aus dem Irak, die gegen Israel, also gegen lebende Juden gerichtet sind. Ich sehe also hier eine selektive Moral. Man packt sich je nach politischen Bedürfnissen denjenigen, den man kritisiert, und das halte ich für inkonsequent. Ich glaube, wir sollten jetzt wieder hier kurz abbrechen, denn die letzte halbe Stunde der letzten Stunde dieses ZDF-Spezials hat begonnen und es ist 8:30 und das heißt, jetzt ist wieder Zeit für die Nachrichten. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät heute erstmals seit Ausbruch des Krieges über die Lage am Golf. Die Debatte findet hinter verschlossenen Türen statt. Auf Antrag Großbritanniens hatten sich die Ratsmitglieder gestern darauf verständigt, die Öffentlichkeit von der Sitzung auszuschließen. Vor der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat hatten fast alle Mitglieder ihren Standpunkt dargelegt. Nach Darstellung des britischen Vertreters sollten durch die nicht öffentlichen Debatten falsche Signale an den irakischen Präsidenten Saddam Hussein verhindert werden. Der britische UNO-Botschafter Haney erklärte, wir glauben, dass dieser UN-Sicherheitsrat unter Ausschluss der Öffentlichkeit seine Beratungen besser ausüben kann. Der amerikanische UN-Botschafter Pickering bekräftigte, dass eine Feuereinstellung ohne Abzug irakischer Truppen aus Kuwait für die USA nicht akzeptabel sei. Die Kriegsziele der Vereinigten Staaten und der Verbündeten seien klar und begrenzt. Jemens US-Botschafter Abdallah Saleh el-Ashtal sagte dagegen, was haben wir zu verbergen? Er stimmte ebenso wie der kubanische UN-Botschafter gegen den Antrag Großbritanniens auf Ausschluss der Öffentlichkeit an der Sitzung. Vier Staaten, darunter auch China, enthielten sich der Stimme. Auch nach dem verheerenden Angriff auf einen Bunker in Bagdad sind die USA entschlossen, den Luftkrieg unvermindert fortzusetzen. Dabei würden militärische Einrichtungen auch dann bombardiert, wenn sich dort möglicherweise irakische Zivilisten aufhielten, erklärte Verteidigungsminister Cheney in Washington. Nach irakischen Angaben sind bei dem Luftangriff in der Nacht zum Mittwoch in Bagdad mindestens 500 Menschen getötet worden. Seit Beginn des Krieges vor vier Wochen habe es mehr als 1100 Todesopfer unter der Zivilbevölkerung gegeben. Mit einem Besuch in Jordanien beendet Bundesaußenminister Genscher heute seine dreitägige Nahostreise. Mit König Hussein will Genscher über eine Friedensordnung im Nahen Osten nach dem Golfkrieg sprechen. Jordanien hat bisher rund 220 Millionen Mark Krisenhilfe aus Bonn erhalten. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Gansel hat die deutschen Rüstungszusagen an Ägypten kritisiert. Bundesaußenminister Genscher sei sich damit selbst untreu geworden, sagte Gansel der Neuen Osnabrücker Zeitung.
Die verkündete Wende in der deutschen Rüstungsexportpolitik werde unglaubwürdig, wenn die Bundesregierung weitere Lieferungen in den Nahen Osten zulasse. Genscher hatte dem ägyptischen Präsidenten Mubarak vor 2 Tagen die Lieferung deutscher Spürpanzer in Aussicht gestellt. Wieder Bombenanschläge in Athen, die offenbar im Zusammenhang mit dem Golfkrieg stehen. Mit 2 Zeitbomben sind in der vergangenen Nacht mehrere Autos zerstört worden. Ein Fahrzeug gehörte dem Direktor des französischen Instituts, ein anderes einem griechischen Geschäftsmann. 2 weitere Wagen wurden beschädigt und Fensterscheiben in nahegelegenen Häusern eingedrückt. Im Vorort Halandri beschädigte eine 2. Bombe einen Wagen amerikanischer Produktion, der offenbar irrtümlich für das Auto eines US-Vertreters gehalten wurde. Verletzt wurde niemand. In den vergangenen Wochen hatte sich die linksextreme Gruppe 17. November zu mehreren Anschlägen bekannt. In Hessen ist ein Sprengstoffanschlag auf eine Bahnstrecke verübt worden. Dabei wurde zwischen Groß-Gerau und Mörfelden ein Gleisstück zerstört. Die Strecke ist vorerst gesperrt. Die Fahrgäste werden mit Bussen befördert. Der Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Bonn ist offenbar von der RAF verübt worden. Ein Bekennerschreiben der Roten Armee-Fraktion sei am Tatort sichergestellt worden, erklärte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Auf die US-Botschaft waren gestern Abend mehrere Schüsse abgegeben worden. An dem Gebäude entstand geringer Sachschaden. Nach Angaben des Staatssekretärs im Innenministerium Neusel haben die deutschen Sicherheitsbehörden Anschläge der RAF im Zusammenhang mit dem Golfkrieg nicht ausgeschlossen. Eine absolute Sicherheit der gefährdeten Gebäude könne es aber trotz verschärfter Überwachung nicht geben. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes Hagedorn hat sich gegen eine Arbeitsmarktabgabe für Beamte und Selbstständige zur Finanzierung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den neuen Ländern ausgesprochen. Der Beamtenbund werde gegebenenfalls Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erheben, erklärte er gegenüber der Kölner Tageszeitung Express. Die Beamten seien zwar bereit, sich in einem Solidarpakt einbinden zu lassen. Eine Arbeitsmarktabgabe für Beamte und Freiberufler sei jedoch ein einseitiges Sonderopfer. In der mexikanischen Stadt Chalma sind bei einer Massenpanik in einer Wallfahrtskirche mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. 55 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Händler hatten offensichtlich den Eingang des Klosters blockiert. Die Gläubigen hatten sich in der Kirche versammelt, um den traditionellen Aschermittwochsegen zu empfangen. Der amerikanische Filmschauspieler Kirk Douglas ist bei einem Flugzeugunglück schwer verletzt worden. Der Hubschrauber des Schauspielers stieß über dem Flughafen in Santa Paula im US-Bundesstaat Kalifornien mit einer startenden Sportmaschine zusammen. Die beiden Insassen des Flugzeuges kamen ums Leben. Kirk Douglas erlitt mehrere Rippenbrüche und eine Gehirnerschütterung. Der Zustand seiner beiden Begleiter wird als ernst bezeichnet. Die Wetteraussichten: wechselnd wolkig mit zahlreichen leichten Schneefällen, vor allem in der Osthälfte. Höchstwerte -4 bis 0 Grad. Ja, FDP-Chef Otto Graf Lambsdorff ist heute Morgen von einer mehrtägigen Amerikareise zurückgekehrt. Dort hat er vor Ort und hautnah erleben können, was es an Ressentiments gegen die Deutschen, gegen Bonn gibt oder auch nicht gibt. Und Graf Lambsdorff ist, und das schätzt man an ihm und das weiß man, ein Mann, der dem Verein für deutliche Aussprache angehört. Und so hat er gestern auch vor der amerikanischen Handelskammer in New York gesagt, ich zitiere: Jetzt herrscht Klarheit, wir sind im Golfkrieg Partei, wir stehen an der Seite unserer Alliierten. Und wir schalten jetzt um in unser Bonner Studio zu Elisabeth Dobheide, und wenn ich recht informiert bin, ist Otto Graf Lambsdorff auch bei ihr im Studio. Ja, das ist er, und wir können gleich loslegen, Graf Lambsdorff. Mit Ihnen war ein anderer Politiker in den USA, gleichzeitig sagen wir besser, Carsten Vogt von der SPD. Er ist etwas früher zurückgekommen, hat seine Eindrücke wie folgt geschildert, ich darf das mal zitieren: Die deutsche Außenpolitik werde in den Vereinigten Staaten als provinziell und konzeptlos kritisiert, und mit Befremden und Bitterkeit habe man zur Kenntnis genommen, dass Kohl und Genscher sehr häufig in den USA gewesen sei, als es um die deutsche Vereinigung ging, und sich jetzt aber nicht sehen ließen. Diese Eindrücke, die Carsten Vogt geschildert hat, sind Sie denen auch begegnet? Es gibt Enttäuschung über deutsche Außenpolitik. Ich habe versucht, die besonderen Bedingungen zu erklären, unter denen wir in den letzten Wochen und Monaten überhaupt Politik gemacht haben. Wahlen, Regierungsbildung, Koalitionsverhandlungen. Wir haben erst seit 3 Wochen wieder eine Regierung. Nur eins sei hinzugesagt: Wenn Herr Vogt die Außenpolitik der Sozialdemokraten dort versucht hätte zu erklären, dann wäre allerdings Verbitterung und Enttäuschung noch 3-mal so groß als über die der Bundesrepublik, der Bundesregierung.
Sind Sie denn mit Ihren Erklärungen der deutschen Außenpolitik, haben Sie da Verständnis gefunden? Ja, das liegt nun unter anderem daran, dass ich eben über viele Jahre deutsch-amerikanische Beziehungen pflege oder mich darum kümmere, viele Freunde und viele gute Gesprächspartner habe, die mich seit vielen Jahren kennen. Man hat Fragen gestellt, man hat kritische Fragen gestellt. Die sind zu beantworten, sie sind zu erklären. Wir müssen das auch tun. Sie werden noch viel schwieriger werden, das sage ich voraus. Nur ein Punkt ist natürlich nicht zu erklären. Da kann man nur sagen, wir versuchen das in Zukunft zu verhindern mit allen zur Gebote stehenden Mitteln. Das ist der illegale Export deutscher Waffen, insbesondere von Chemiewaffen, nach Irak. Und ist man denn da in den USA der Meinung, dass jetzt genug getan wird? Also, dass die Regierung vorhat, genug zu tun? Meine Gesprächspartner jedenfalls und vom Außenminister Baker über den Sicherheitsberater des Präsidenten, General Scowcroft, bis zu vielen Senatoren und Kongressabgeordneten und anderen Mitgliedern der Regierung erkennen an, dass wir uns wirklich größte Mühe geben, im Vorfeld zu verhindern, dass solche Dinge sich entwickeln. Wenn sie erst da sind und jemand hier eingesperrt wird, ist das zwar gut und schön, dass wir ihn einsperren, aber leider sind da die Chemiefabriken schon dort. Das hilft ja der Sache wenig. Man hofft jetzt nur auf Ergebnisse und auf Erfolge und darauf, dass sich dies nicht wiederholt. Das Gleiche gilt ja für Israel. Wir sind hier durch dieses gewissenlose Verhalten einiger profitgieriger Zeitgenossen in eine sehr üble Lage geraten. Ich möchte doch noch mal auf die Kritik an der deutschen Außenpolitik zurückkommen. Gestern war politischer Aschermittwoch. Da hat vor allen Dingen Außenminister Genscher von der CSU sein Fett abbekommen. Es wurde gesagt, er betreibe eine Scheckbuchdiplomatie und Kurs halten, das sei einfach zu wenig. Was sagen Sie dazu? Kurs halten ist eine ganze Menge. Die Angriffe sind auch völlig ungerechtfertigt. Übrigens kann man Scheckbuchdemokratie oder Politik in einer Republik mit einer angemessenen Ordnung wohl nicht ohne den Finanzminister betreiben. Ich finde schon, dass die Regierung sich daran erinnern muss, dass sie eine gemeinsame Außenpolitik betreibt und dass der Finanzminister, wie der Bundeskanzler, wie der Außenminister, wie jeder Angehörige dieser Regierung für diese Außenpolitik steht und auch für sie verantwortlich ist. Aschermittwochsveranstaltungen sind kein geeigneter Ort, um sich davon abzusetzen. Die sollen sich im Kabinett zusammenhocken und über ihre Politik gemeinsam sprechen und sie dann gemeinsam vertreten. Das scheint mir der einzig vernünftige Verhalten zu sein. Dass der Bundesaußenminister nach Israel gefahren ist, ist ja wohl nicht ohne Wissen des Bundeskanzlers und nicht ohne Wissen des Bundesfinanzministers geschehen. Sonst hätte er den Scheck nicht mitnehmen können. Und dass er jetzt richtigerweise in den Nahen Osten fährt, ist wohl auch nicht ohne Wissen der Koalitionspartner geschehen. Die CDU verhält sich übrigens anders. Ich empfehle zusätzlich, und das habe ich ja auch schon getan, und darüber habe ich mit Hans-Dietrich Genscher selbstverständlich auch aus den USA gesprochen, alsbald auch Besuche in den Vereinigten Staaten zu machen. Insofern hat Carsten Vogt recht. Wir müssen uns dort sehen lassen und die Regierung muss sich jetzt, nachdem sie wieder handlungsfähig ist, nachdem sie wieder gewählt worden ist, dort sehen lassen. Und wann könnte das sein? Nun, das müssen Sie entscheiden, aber das kann man eben mal, wenn man andere Reisen schnell machen kann, kann man auch diese schnell machen. Letzte Frage. Besteht die Gefahr, dass die Bundesregierung nun aus schlechtem Gewissen, aufgrund ihrer doch anfangs zögerlichen Haltung im Golfkrieg, nun zu viel des Guten tut? Nein, das glaube ich nicht. Wir leisten unseren Beitrag. Wir leisten ja einen Beitrag in Geld. Die anderen Alliierten leisten einen Beitrag unter Einsatz ihrer Soldaten. Und da müssen Sie sich die amerikanische Wirklichkeit vorstellen. Die amerikanische Bevölkerung steht beinahe vollgeschlossen hinter dem Präsidenten und seiner Politik. Das ist eindrucksvoll, wenn man in die USA kommt. Ich habe das in den 20 Jahren kaum jemals so erlebt. Und die amerikanischen Fernsehzuschauer verfolgen am Fernsehschirm, wie amerikanische Offiziere die Lage erklären, britische Offiziere die Lage erklären, französische Generäle erklären, wie ihre Truppen eingesetzt werden. Und da fragt sich mancher biedere Amerikaner, der die deutsche Verfassung nun nicht kennt, wo sind denn eigentlich unsere wichtigen Bündnispartner, die Deutschen? Wo sind die, denen wir im vorigen Jahr so sehr geholfen haben, die deutsche Einheit wiederherzustellen? So wird gefragt. Und da bleibt es für uns selbstverständlich, dass wir uns finanziell beteiligen. Ich habe auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Flugbasen hier, dass unsere Flugbasen eine zwingende Voraussetzung für die Luftoperationen in Irak sind. Ohne die ging es überhaupt gar nicht. Also alles das muss deutlich gemacht werden. Nein, wir tun nicht zu viel. Wir tun das, was angemessen ist und das, was notwendig ist. Aber schlimm wird es erst, Frau Dorpeide. Schlimm wird es erst dann, wenn der erste amerikanische Soldat oder der erste israelische Zivilist durch Chemiewaffen ums Leben kommt. Darauf sollten wir uns vorbereiten. Und deswegen habe ich die Bundesregierung gebeten, stellt euch darauf ein, fahrt hin und stellt euch dieser Kritik und diesen Fragen. Vielen Dank, Graf Lambsdorff, und damit zurück nach Mainz.
Ja, und dieser Krieg am Golf hat vom ersten Tag an auch nicht Halt gemacht vor unseren Klassenzimmern. Viele Kinder haben schlicht und ergreifend Angst. Wir wollen gleich darüber hier im Studio mit einem Pädagogen sprechen. Darüber, ist es nötig, dass man diese Angst hat? Wie geht man als Eltern oder auch als Kind mit dieser Angst um? Aber bevor wir in diese Diskussion eintreten, wollen wir uns noch einen Bericht ansehen. In vielen Schulen versuchen nämlich Lehrer, dieses Problem Golfkrieg aufzuarbeiten. Und eine dieser Schulen ist in Wiesbaden und dort war Hülya Özkan. Brennende Häuser, die schreckliche Realität des Golfkriegs in der Vorstellungswelt der Kinder. Die Menschen getroffen, verwundet. Das sind spontane Äußerungen am Tag des Kriegsausbruchs. Aggressionen und Raufereien im Klassenzimmer, bei vielen Angst. Als Reaktion darauf sind diese Zeichnungen im Kunstunterricht entstanden. Und immer wieder die Fassungslosigkeit der Kinder, die eigentlich nur das wiedergeben können, was sie von den Erwachsenen erzählt bekommen. In das Flugzeug liegt gerade eine Bombe los und die schlägt dann unten auf und dann brennt das. Und das Haus steht gerade nebendran und es will jetzt runterfallen, also es bricht ein. Was passiert denn mit den Menschen? Ja, die sterben dann. Wie können Lehrer, Eltern und Erzieher den Krieg erläutern? Diese 10- bis 12-Jährigen fertigen Collagen an. Zackige Formen stehen für Krieg, runde für den Frieden. Ein Versuch des Lehrers, das Problem der Gewalt künstlerisch anzupacken. Eine Möglichkeit, emotional mit den psychischen Belastungen der Kinder umzugehen. Also ich habe einen roten Hintergrund gewählt, weil eben rot ist ja die Farbe des Blutes und so viele Leute sterben da eben im Krieg. Und da habe ich dann auch hier ein brennendes Haus hingemacht, also das E soll ein Haus darstellen. Das I ist eine Rakete, gerade hochfliegt, eher ein Maschinengewehr. Und dann kommen hier eben Raketen von Flugzeugen runter. Das sollen zwei Parteien sein, einmal die lilane und die gelben und orangen. Und die stoßen hier in der Mitte aufeinander und die spitzen Formen sollen eben ausdrücken, dass sie aggressiv sind und sich gegenseitig eben angreifen wollen. Was sind das für zwei Parteien? Ja, halt zwei verschiedene Kampfgruppen, die eine Schlacht austragen. Die Umrisse des Irak. Alliierte Truppen haben das Land umzingelt. Die Schlacht wird zwar nur auf dem Papier ausgetragen, doch in den Köpfen der Kinder hat das alles reale Vorbilder. Sie sollen das auch nicht verdrängen, sondern versuchen, ihre Ängste spielerisch zu bewältigen. Der Golfkrieg hat auch das Leben der Eltern verändert. Vorträge über dieses Thema sind zurzeit gut besucht. Die alltäglichen Nachrichten, Gespräche zwischen Erwachsenen, sie schlagen sich nieder in den Spielen der Kinder zu Hause oder im Kindergarten. Sollen Eltern und Erzieher die Kinder gegen die Kriegsnachrichten abschirmen? Ist es sinnvoll, gerade mit kleineren Kindern über Tod und Verwüstung zu diskutieren? Noch nie waren die Erwachsenen so verunsichert wie jetzt. Verunsichert, erschreckt oder traurig, genauso wie ihre Kinder. Unsere Kinder, die kamen nach Hause aus dem Kindergarten. Mama, wir dürfen kein Hello machen, es ist Krieg. So standen die da, ja. Die konnten damit nichts anfangen. Ich dachte, ja, wisst ihr denn, was Krieg ist? Ja, die haben gesagt, die schießen sich tot. Dann fragt sie mich, Mama, geht unser Haus auch kaputt? Im Kindergarten, die haben erzählt, die Häuser gehen kaputt beim Krieg durch die Bomben. Dann kann ich ihr zwar sagen, dass ich hoffe, dass unser Haus eben nicht kaputt geht, aber ich habe ja auch keine Gewissheit, ne, dass es hier keinen Krieg gibt. Ich sage ihr halt, dass der Krieg weit weg ist und dass unser Haus ganz ist und so. Aber ich fühle mich wirklich ohnmächtig. Krieg im Klassen- oder Kinderzimmer, darauf war niemand vorbereitet. Eine Realität, die Albträume hervorruft. Ja, im Studio begrüße ich jetzt Herrn Schlund. Sie sind Pädagoge und Publizist. Sie haben gerade einen Vortrag gehalten über das Thema Golfkrieg im Kinderzimmer. Ich habe gleich eine Zuschauerfrage vielleicht dazu. Die erste von Frau Furcht aus Augsburg und die ist ganz pauschal und fragt wirklich das, was wir fragen sollten. Wie soll man der Angst der Kinder vor diesem Krieg begegnen?
Wissen Sie, der Pädagoge oder Psychologe, der jetzt ein Rezept parat hat, den bewundere ich nur. Das muss man individuell entscheiden. Ich glaube, man muss neben der Realität des Krieges etwas haben, Fantasie. Wie geht man mit Tod um? Wie geht man mit Willkür um? Und da, glaube ich, ist es sehr wichtig, nicht verdrängen, aber zu gucken, dass man mit Kindern in ihrer Logik spricht. Ein Kind kann bestimmte Dinge nicht begreifen. Man muss also runtergehen. Ich mache ein kurzes Beispiel. Wenn man zum Kind sagt, übermorgen, geht nicht. Aber sagt man zweimal schlafen, dann klickt's. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass viele dieser Ängste auch von den, jetzt lassen wir im Moment noch das Thema Medien vielleicht außen vor, auch von den Eltern ungefiltert weitergegeben wird an die Kinder. Denn ein Kind allein weiß doch wahrscheinlich nicht konkret, was ein Krieg ist. Muss man nicht manchmal auch anfangen, die Eltern zu therapieren? Ja. Und zwar ganz gewaltig, aber ich möchte den Begriff Therapieren da so ein bisschen streichen, sondern Klarheit schaffen. Eltern haben in den letzten 20 Jahren einfach vergessen, dass ihre Logik nicht Kinderlogik ist. Kinder haben einen völlig anderen Begriff. Eltern vergessen und Lehrer häufig auch, dass Kinder anders begreifen. Das heißt also, sie brauchen andere Mittel, andere, sie haben andere Sehgewohnheiten zum Beispiel, andere Bedürfnisse. Wenn man dem Kind sagt, geh jetzt bitte aufräumen, und das Kind macht etwas, es nimmt den Fuß und die Hand und ein paar Steine und schiebt alles unter das Bett, das ist fürs Kind aufgeräumt. Jetzt kommt die Mutter zur Tür rein oder der Vater und sagt, wie, das nennst du aufgeräumt. Also so muss man. Und wenn wir das versuchen, jetzt auf diese konkrete Situation umzusetzen, was würde das heißen? Das würde heißen, dass wir in unserer kleinen Welt unseren, in Anführungsstrichen, gesetzten Krieg überdenken müssen. Also unsere Sprache. Ich schieße dich gleich ab. Das ist die eine Geschichte. Oder was soll denn aus dir werden? Das ist die andere Geschichte. Herr Schlund, lassen Sie uns mal ganz praktisch reden. Ich habe einen Sohn, der ist 8 Jahre alt. Der geht in die Grundschule. Der hat keine Angst vor dem Krieg, hat sich wenigstens in dieser Richtung mir gegenüber und auch meiner Frau gegenüber noch nicht artikuliert. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass in der Schule der Stundenplan jetzt in Richtung Golfkrieg verändert wird. Ich persönlich begrüße das. Ist das, was ich jetzt geschildert habe, aus Ihrer Sicht ein Manko oder ein Vorteil? In der Pädagogik gilt nach wie vor das sowohl als auch. Jeder finde seine Möglichkeit. Das haben wir gestern im Vortrag gemerkt, da gab es keine Diskussion, sondern jeder hörte jedem zu. Also ich kann das nicht verurteilen und ich kann das nicht bejahen. Das ist nicht, weil ich etwa kneife, sondern es wäre unmöglich, unseren Zuschauern gegenüber und hier zu sagen, das ist richtig, das ist nicht richtig. Sondern jeder findet seine Möglichkeit heraus. Das ist jetzt mal so. Endlich ist es soweit, dass jeder mit seiner Person, mit seiner Persönlichkeit, Individualität gefragt ist. Darf ich hier an der Stelle vielleicht gleich mal noch eine Zuschauerfrage mit in die Diskussion einbringen. Frau Löscher aus Bitburg fragt nämlich, soll man den Kindern, zum Teil wurde es schon angesprochen, aber hier ist es konkretisiert, soll man den Kindern den Krieg mit allen Konsequenzen erklären oder soll man nur auf gezielte Fragen ganz gezielte Antworten geben? Ich glaube, dass es richtig ist, auf gezielte Fragen gezielte Antworten zu geben und nicht noch mehr von unserer Sicht hineinzusetzen. Auf gar keinen Fall. Also ich habe noch mal eine Frage, die mir eigentlich schon länger irgendwie unter den Nägeln brennt. Ich denke, dass wir sind, hier sind alle so schrecklich betroffen von diesem Krieg, immer wieder. Wir haben, ich denke, manchmal auch eine Hysterie. Ich weiß, dass es ein provozierendes Wort ist. Und ich denke dann an die Kinder in Israel, die tatsächlich bedroht sind. Und wir sehen das, das sind ja Bilder, die wir sehen können. Und ich frage mich, wie gehen wir eigentlich damit um und wie gehen die israelischen Kinder damit um? Und vielleicht, Herr Bosson, können Sie dazu auch noch was sagen, ob wir hier vielleicht etwas falsch machen? Vielleicht der Pädagoge zuerst. Ja, also, die israelischen Kinder sind, seitdem ich denken kann, unter Ausnahmesituationen groß geworden. Ich kann mich sehr wohl erinnern, dass ich in Berlin bin ich aufgewachsen, wie Kinder, jüdische Kinder abtransportiert worden sind. Und man hat mir keine Antworten darauf gegeben. Und das war für mich immer ein Trauma, dieses. Und wir haben, ich selber bin in Dresden im Luftschutzkeller groß geworden. Und wir haben das also hervorragend verdrängt. Wir haben die Ausnahmesituation aufgegeben, während israelische Kinder, jüdische Kinder, muss man dazu sagen, ihre Ausnahmesituation schon
in der Muttermilch sozusagen drin haben und anders leben. Sie sind stets in irgendwo oder irgendwie in Gefahr und können damit anders umgehen. Zum Beispiel reagieren die Medien so in Israel sofort auf diese Kinder. Sie haben also Sendungen, wo Psychologen, Pädagogen sich eine Stunde unterhalten, wo Animationsgeschichten auch für Kinder live gezeigt werden. Also darf ich die Frage doch nochmal stellen nach der Hysterie? Die deutsche Hysterie hat ja weltweit Schlagzeilen gemacht. Man hat ja den Eindruck, die Deutschen sind unmittelbar Kriegsteilnehmer. Der Krieg findet hierzulande statt. Woher kommt das? Wissen Sie, Kindern zu erklären, dass die deutsche Wirtschaft indirekt oder direkt mit teilgehabt hat, also da möchte ich mir eigentlich die Karte vors Gesicht halten und da finde ich keine Antworten mehr. Und wir werden sorgen müssen dafür, auch vor unseren Kindern sorgen müssen dafür, dass wir das in Ordnung bringen, auch wenn der Krieg zu Ende ist. Da ist ein Aufarbeiten, wir müssen noch mehr aufarbeiten, wir müssen noch von viel früher ohne Schulfunk aufarbeiten. Und dann brauchen wir nicht mehr in Hysterie zu verfallen, denn wir haben ein permanent schlechtes Gewissen, auf der einen Seite uns zu solidarisieren, nicht mit Geld, sondern überhaupt zu solidarisieren. Und auf der anderen Seite drücken wir es weg, weil wir sagen, oh, die Scham ist da. Professor Wolfson. Ja, also ich glaube, das eine wie das andere ist falsch. Die Hysterie genauso falsch wie die Erziehung zum Kriege. Und was Sie hier zum Schluss erwähnt haben, wenngleich ich am Anfang Ihnen häufig zugestimmt habe, sind eher politische als pädagogische Fragen. Vielleicht einmal zu der Situation in Israel im Vergleich zu Deutschland. Ich glaube, dass die Ergänzung der beiden Wirklichkeiten überhaupt erst die Wirklichkeit ergibt. Wir haben Gott sei Dank nach all dem, was aus Deutschland und in Deutschland passiert ist, mehr als 40 Jahre die Möglichkeit von kriegerischen Auseinandersetzungen aus unserem Bewusstsein weitgehend verdrängt. Das genaue Gegenteil aus historisch verständlichen Tatsachen heraus in Israel. Das heißt also, dass die israelischen Kinder, die israelische Gesellschaft zunehmend auch politisch, pädagogisch herangeführt werden muss an eine alternative Wirklichkeit, ebenso wie bei uns in Deutschland, in Westeuropa, die Bevölkerung, ob es einem gefällt oder nicht, in Rechnung ziehen muss, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen der Krieg, so schlimm er ist, notwendig in der Politik bleibt. Damit, das heißt, wir müssen mit der Wirklichkeit leben und nicht von einer Verwirrung in die andere fallen. Eben, Herr Schlund, ich fürchte, dass ich Ihnen jetzt nicht mehr Gelegenheit geben kann, darauf zu antworten. Aber es ist das Dumme in einer Live-Sendung, dass die Uhr immer tickt. Aber, liebe Zuschauer, Sie haben Gelegenheit, Herrn Schlund noch weiter zu befragen. Eine Stunde lang noch nach dieser Sendung und das heißt bis 10 Uhr. Und wir wollen kurz noch die Nummer einblenden. Das ist die 06131981. Diese Vorwahl bitte auch wählen, wenn Sie aus Mainz kommen. Und wie gesagt, Herr Schlund wird Ihnen weiterhin zur Verfügung stehen bis 10 Uhr. Vielen Dank. Ja, und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir zum Ende unseres ZDF-Spezial noch einmal Gelegenheit haben, mit Joachim Holz in Washington kurz zu sprechen. Joachim Holz, guten Morgen. Was gibt es denn im Moment an Neuigkeiten in Washington, gerade auch vor dem Hintergrund des Angriffes auf Bagdad, der ja sicherlich auch in Washington eine Reihe von Reaktionen, sowohl politischer Reaktionen wie auch in der Öffentlichkeit, hervorgerufen hat? Ja, es gibt Überraschungen. Wir sagen immer, wir kennen das Gesicht des Krieges nicht in Wirklichkeit. Ich meine, wir haben ja gestern aus Bagdad doch einige sehr deutliche Gesichtszüge kennengelernt. Und ich meine, jetzt ist zu berichten über einige neue Schraffuren in diesem Gesicht. Bei uns ist ja fast 3 Uhr morgens am Donnerstag und ich habe schon die neue New York Times vor mir. Und die New York Times berichtet heute aus Riad und bezieht sich da auf militärische, hohe militärische Quellen, wie es heißt, darüber, dass ausgerechnet in einem der größten Hotels, im Al-Rashid-Hotel, in zwei geheimen Kellern, sich eine der Hauptnachrichtenzentralen der irakischen Armee befinden. Und von dort aus gingen die Nachrichtenverbindungen über zwei Tigrisbrücken, die letzten Nachrichtenverbindungen, die noch sicher und intakt seien, zu den irakischen Truppen nach Kuwait. Das heißt, Joachim Holz, verzeihen Sie, wenn ich ganz kurz unterbreche, das ist ja das Hotel, das muss man in dem Zusammenhang ja auch, glaube ich, deutlich aussprechen, aus dem Peter Arnett vom Sender CNN seit Wochen berichtet.
Ja, und dort sind mehrere Journalisten ja jetzt untergebracht. Und das beantwortet auch die Frage, die jeder jetzt hat. Warum, wenn die Militärs wissen, wird diese Nachrichtenzentrale denn nicht zerstört? Die Antwort haben Sie eben selber gegeben, weil dort so viele Journalisten leben. Die zweite Frage, warum werden nicht die beiden Tigrisbrücken, über die die Fiberglaskabel laufen, zu den Truppen, warum werden die nicht zerstört? Das ärgert die Militärs. Sie haben aus Washington den politischen Wink erhalten, diese Brücken nicht zu zerstören, weil man befürchtet, dass zu viele Zivilisten dabei ums Leben kommen könnten. Und das möchte man sich jetzt nicht noch einmal leisten. Joachim Holz, herzlichen Dank für diese neuen, interessanten Informationen. Ja, liebe Zuschauer, das war's für heute von diesem dreistündigen ZDF-Spezial. Ja, das war's in diesem ZDF-Spezial. Morgen gibt es wieder eins. Marina Ruperti macht weiter. Morgen ist dann Klaus-Peter Siegloch dabei. Wir verabschieden uns für heute. Wiederschauen und einen schönen Tag noch.